Hey ihr Lieben, da ich in letzter Zeit immer wieder gefragt werde, ob es vielleicht möglich ist, dass ich mal ein bisschen was über meine multiple Sklerose-Erkrankung erzähle, mache ich das gerne. Also für die von euch, die gar nicht wissen, was MS, also das ist die Kurzform, MS ist, das ist eine chronische, entzündliche Krankheit des zentralen Nervensystems. Also bei mir ist es so, dass ich MS im Kopf und im Rückenmark habe. Manche Menschen haben es wohl nur im Kopf, manche nur im Rückenmark, manche halt oben und unten. Bei mir hat sich's vor einigen Jahren dadurch gezeigt, dass ich plötzlich nichts mehr gesehen habe. Ein Auge war komplett, ja, nicht nur verschwommen, sondern auch nur noch Graustufen. Und bei dem anderen war es ja schon Beginn. Das ist dann eine Sehnerventzündung. Und das ist wohl bei ganz, ganz vielen MS-Patienten so, dass das auffälligste Symptom, dass sich der Sehnerv entzündet. Hinzugekommen ist bei mir so eine Missempfindung in den Händen und in den Füßen, dass ich teilweise so richtig Blockaden beim Laufen hatte, also so wie so ein Blitzeinschlag in die rechte Körperhälfte. Und halt diese, wenn man so, kennt ihr das, wenn man irgendwie so etwas auf etwas draufschlägt, dass das so ganz, ganz lange nach vibriert, wie bei so einer Stimmgabel. Und das hatte ich halt in den Beinen und in den Armen. Ansonsten, hin und wieder Schmerzen. Aber, und was bei mir krass ist, also mein Kälteempfinden ist extrem. Also ich friere sehr, sehr häufig und so diese Wärme-Kälte-Regulation bei meinem Körper klappt nicht so wirklich. Also das ist halt das Fiese bei MS, ne? Es hat unterschiedlichste Symptome und man weiß halt auch nicht immer so ganz genau, hey, ist das jetzt ein Schub, ist es keiner? Da muss man halt zum Neurologen gehen, der dann so verschiedene Tests durchführt. Aber wirklich, dass es herauskam, dass es multiple Sklerose leider dann ist. Ich hatte 1000 andere gute Erklärungen in meinem Kopf, warum ich diese Symptome habe, aber eine Lumbalpunktion hat es dann leider den Verdacht der Ärzte bestätigt. Bei einer Lumbalpunktion ist es so, dass man sich hinsetzen muss, dann beugt man sich nach vorne. Ich wurde von 2 Pflegern links und rechts festgehalten, damit man stabilisiert ist, weil ohne Betäubung wird einem dann zwischen den Wirbeln hinten so eine Kanüle in diesen Nervenkanal gestochen. Es ist eine sehr, was heißt der dicke Nadel, das klingt jetzt, also es ist schmerzhaft, aber es geht halt nicht mit Betäubung. Deswegen, es ist aber nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es nicht aushalten zu können. Ich hatte was, wo ich draufbeißen konnte und die beiden haben mich halt festgehalten, denn wenn man sich bewegt, ist es natürlich sehr gefährlich, weil dort diese ganzen Nervenstränge langläufen, dann kann es zu schlimmen Komplikationen kommen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch wenn es sehr, sehr weh tut, dass man sich nicht bewegt. Und zum Glück wurde ich gut festgehalten und es hat auch nicht so weh getan, wie ich es mir vorher ausgemalt habe. Tat weh, aber vielleicht kennt ihr das, wenn der Zahnarzt an einen Nerv kommt. So halt nur einmal im kompletten Körper. Aber dann war die Diagnose da und am Anfang dachte ich so, jetzt bricht eine Welt zusammen. Ich habe schon direkt meinen besten Freund angerufen und habe ihm gesagt, ey du, wir müssen mal gucken, ob wir unseren Bandbus rollstuhlgerecht umbauen können, weil ich will auf gar keinen Fall nicht mehr an die Schulen fahren und dort unsere Auftritte haben. Aber es kann sein, dass ich irgendwann nicht mehr laufen kann. Ne? Und diese Ängste, die damals noch so mit der Krankheit bei mir im Kopf waren, waren halt riesengroß und es war auch kein wirklicher Ansprechpartner da im Krankenhaus. Ne? Die Ärzte kommen einmal zur Visite und ansonsten ist es so, die Krankheit ist so die Wundertüte unter den Krankheiten. Man weiß am Abend vorher nicht, was der nächste Tag bereithält. Und das, diese Situation, wie ich die Diagnose bekommen habe im Krankenhaus, die habe ich auch in meinem aktuellen Buch nochmal verarbeitet. Aber im Grunde, also wenn euch nur dieser Part mit Multiple Sklerose interessiert, müsst ihr jetzt quasi nicht mein Buch kaufen. Ich habe es jetzt quasi nochmal hier erzählt. Also mehr steht dazu auch nicht im Buch. Also wer da irgendwie weitere Infos haben möchte, da ist mein Buch absolut nicht geeignet. Da gibt es deutlich bessere Literatur. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich inzwischen gut mit der Krankheit lebe.
Ja, im Sommer, das muss ich schon sagen, ist es sehr, sehr schwierig, denn es gibt so ein Syndrom, nennt man das oder so. Das bedeutet, wenn es sehr, sehr, sehr heiß wird, das ist bei mir schon ab über 30 Grad, dass dann alle Symptome, die die MS je hervorgerufen hat, ja, aufkommen, obwohl es kein Schub ist. In dieser Zeit ja, helfen dann nur so Kältewesten, sich luftig anziehen, was bei mir mit Lipödem und der Kompressionsstrumpfhose schwierig ist. Aber die sprühe ich dann immer fleißig mit Wasser ein, dass das so ein bisschen kühlt. Ansonsten ja, kühle Getränke, alles was irgendwie, ja, kalte Umschläge, alles was die Körpertemperatur runterbringt, ist dann im Sommer natürlich super. Weil ja, sonst geht's schlecht. Also bei mir kommt dann die Sehstörung, bei mir kommt dann, dass ich schlecht laufen kann. Manchmal brauche ich halt dann auch einen Stock, um mich so ein bisschen abzustützen. Oder halt, wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin, dass ich mich einfach öfter mal so ein bisschen unterhake. Ja, ansonsten, ich nehme eine kleine Tablette pro Tag. Ich möchte jetzt natürlich hier keine Werbung für Medikamente machen. Da finde ich auch, dass jeder Arzt der wesentlich bessere Ansprechpartner ist. Und ja. Ich finde, da sollte man nachfragen, welche Medikamente da für den jeweils separaten Fall am allerbesten ist. Bei mir ist es so, ich bekomme immer noch das Medikament, was ich im Krankenhaus als allererstes bekommen habe. Das nehme ich jetzt seit, ich glaube, wie lange ist das jetzt her? 3 Jahre? 3, 4 Jahre? Nehme ich das jeden Morgen einmal und ja. Hin und wieder, wenn ich einen Schub habe, bekomme ich Cortison. Dann sind das so, ja, Infusionen, wo ich dann am Tropf hänge für ungefähr eine Stunde. Das darf halt nicht so schnell reinlaufen. Und dieses, ja, dann 3 bis 5 Tage, je nachdem, wie stark der Schub ist. Aber in den letzten, ja, 1,5 Jahren, glaube ich, hatte ich keinen Schub mehr. Und was halt wichtig ist, man sollte Stress vermeiden. Ist bei meinem Job jetzt nicht das Einfachste, aber bei welchem Job ist es das schon? Jeder Job ist mal stressig, mal entspannt und ich glaube, die Alternative, nicht mehr zu arbeiten, sollte für niemanden irgendwie in Frage kommen, oder? Also, das wäre doch schade, wenn uns eine Krankheit davon abhält, irgendwie so unserer Berufung nachzugehen. Ja, mal ist es stressig, mal gibt es entspannte Phasen, aber es liegt ja immer an einem selber, ob man das irgendwie den Stress als positiv oder negativ wahrnimmt. Und bei mir, in meinem Beruf, ist es, ich würde sogar wirklich sagen, 80% positiver Stress. Macht einem nicht alles Spaß, aber in welchem Job ist das schon so, oder? Also von daher, ja, Stress vermeiden, lässt sich so leicht sagen, aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Und für mich ist es inzwischen so, dass ich auch durch die Krankheit ganz, ganz viel gelernt habe. Ich weiß inzwischen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich morgens aufstehe und scharf sehen kann. Also unabhängig von Brille oder nicht, ne? Also an manchen Tagen ist es einfach, dass ich dann sagen muss, okay, heute ist Lesen nicht drin. Heute ist ja einfach ein doofer Tag. Und dann, ja, bin ich auch traurig und natürlich denke ich dann auch, hoffentlich geht das wieder weg. Aber bis jetzt hatte ich zum Glück, ja, immer, dass es nach ein paar Tagen, entweder mit Cortison oder manchmal auch ohne Cortison, wenn ich dann einfach ein bisschen ruhiger gemacht habe, wieder verschwunden ist. Die Behinderungen beim Laufen sind, ich würde sagen, so den halben Monat über da, die andere Hälfte nicht. Und ja, wenn ich dann viel auf Reisen bin, weil ich ja beruflich echt ja, häufig mit der Bahn reise, ist schon schwierig, wenn dann die Aufzüge da mal wieder ausfallen, weil da mal wieder irgendwelche Idioten da randaliert haben und die beschmiert haben oder sonst was. Ja, dann kommt es schon mal vor, dass ich unten am Bahnsteig stehe und genau weiß, okay, die Umsteigezeit reicht für mich einfach nicht, um jetzt diese Stufen hochzulaufen. Ist so. Dann muss ich halt einen Zug später nehmen. Ist nervig, aber das sind dann halt die Einschränkungen, die für mich mit der Krankheit einhergehen. Ansonsten die Schmerzen habe ich eigentlich immer. Ja, ich bin zum Glück da jetzt nicht sonderlich schmerzempfindlich. Klar, Nervenschmerzen sind nie schön, aber es geht. Habe ich auch nicht immer. Habe ich vielleicht an 5 Tagen im Monat und das passt schon. Ansonsten, ja, ich versuche die Krankheit als das zu nehmen, was sie ist. Sie ist nicht zu ändern. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sagen, hey,
MS kannst du durch Ernährung beeinflussen und deswegen glaube ich auch, dass das stimmt. Meine Ärztin sagt, es ist Quatsch, aber ja, man glaubt ja manchmal gerne das, was man irgendwie glauben möchte. Und ich vertraue meiner Ärztin, ich nehme die Schulmedizin als, ja, als gegeben und auch bewiesen und ich habe ja auch die Erfahrung, dass es mir hilft. Aber trotzdem glaube ich dann so schon dran, dass man mit Essen einiges beeinflussen kann. Ja, ich vermeide halt Gluten, nicht immer. Also wenn ich Bock drauf habe, habe ich Bock drauf. Und dann weiß ich auch zum Beispiel jetzt, die letzten Tage, ihr habt es in meiner Story gesehen, ich poste immer alles, was ich esse. Ich habe richtig, richtig, richtig Weizen gegessen. Ich hatte Bock drauf. Und ja, heute bin ich froh, dass ich zu Hause bin. Denn also laufen wäre heute definitiv holprig. Aber manchmal ist das doch so. Manchmal nimmt man das gerne in Kauf, weil man einfach Bock drauf hat. Und ich weiß auch, dass das wieder weggeht. Und deswegen ist es okay. Ansonsten, ja, kein Fleisch. Das hat meine Ärztin tatsächlich gesagt. Also, ja, Fleisch ist einfach bei MS nicht gut, aber ist wohl bei allen chronischen Sachen irgendwie nicht gut. Aber das war für mich sowieso egal, weil ich, seit ich Jugendliche bin, vegetarisch lebe. Also, das passt ganz gut. Ansonsten, Vitamin D. Ne, also im Sommer brauche ich jetzt nicht supplementieren. Die Sonne ist außer heute meist da. Dann im Sommer ist gut. Im Winter nehme ich dann Supplements, was Vitamin D angeht. Und Kurkuma, das ist etwas, was ich zwischendurch mal nehme. Oder Omega-3. Aber würde ich jetzt auch nicht als regelmäßig irgendwie behaupten. Deswegen, ja, ich versuche der Krankheit nicht so viel Bedeutung beizumessen, weil wenn ich sie immer irgendwie präsent hätte, dann wäre es ja irgendwie schade, weil ich finde, man sollte irgendwie versuchen, sich so gut es geht bewusst zu sein, was man für Krankheiten hat, aber dass die nicht allzu sehr den Alltag bestimmen. Manchmal strafe ich die ganzen Symptome auch einfach mit Nichtachtung, wenn es sich nicht anders regeln lässt. Manchmal ist es auf Tour halt super stressig. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass ja, dass ich schwere Dinge trage, auch das sollte ich vermeiden, weil wenn ich hier den Bereich dehne, dann werden alte Herde wieder gestresst und dann setzen sich da wieder, ja, wie nennt man das? Also auf jeden Fall habe ich dann die Symptome, die nicht bedeuten, dass die MS schlimmer geworden ist, sondern die bedeuten einfach nur, dass ich diesen Bereich hier besonders beansprucht habe. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, manchmal ist es halt so, dass der Aufzug nicht kommt, dann muss ich meinen Koffer ja irgendwie von A nach B bekommen. So ist es. Deswegen, ja, ich finde, es ist eine schlimme Krankheit und ich habe großen Respekt davor, aber solange es bei mir so ist, wie es jetzt ist, finde ich, kann ich anderen Menschen nur sagen, ja, die Diagnose, tut mir für jeden leid, der sie bekommt, aber sie ist nicht das Ende unserer Selbstbestimmtheit, sie ist nicht kein Weltuntergang und mit den richtigen Menschen an der Seite wie ja, Neurologen, die einfach in dem Bereich fit sind, ist das alles zu handeln. Es gibt verschiedene Verlaufsformen, es gibt die schubartige, wie es bei mir ist, wo ich bis jetzt zu 90% immer das Glück hatte, dass sich alles zurückgebildet hat. Einige Sachen bleiben, aber so ist es dann halt. Und bei anderen Verlaufsformen setzt sich dann quasi jedes neue Symptom auf das andere. Die Verlaufsform, ich weiß gar nicht, ob die sich ändern können im Laufe der Zeit. Da bin ich jetzt überfragt, da bin ich keine Ärztin. Bei mir hat sich das zum Glück nicht geändert, dass sich jetzt Symptom auf Symptom setzt, sondern bis jetzt das meiste hat sich zurückgebildet. Und das, was sich nicht zurückbildet, ja, das ist halt so, habe ich mich mit arrangiert. Und ich finde, man sollte einfach zufrieden sein mit dem, was man an Lebensqualität hat. Klar, ich werde nie wieder 100% werden, aber so ist es. Kann ich nicht ändern. Also bringt es ja auch nichts darüber, jetzt irgendwie traurig zu sein und die 90%, die es mir gut geht, nicht wertzuschätzen. Deswegen, ja, ich hoffe einfach, dass sie irgendwann eine Heilung dafür finden. Da würde ich mich natürlich freuen, damit ja allen Menschen da geholfen wird, die sich mit dieser Krankheit hin und wieder rumärgern müssen. Deswegen,
Ja, die Forschung ist da echt entscheidend und ich glaube, die machen da ganz gute Fortschritte. Von daher darf man auch da einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube, das ist bei allen Krankheiten so. Am Ende kommt es darauf an, dass man versucht, sein Lächeln zu bewahren und dass man sich auf die Tage immer wieder konzentriert, die gut sind. Klar, im Sommer ist es schwierig, aber es kommt auch wieder der Herbst und dann wird es hoffentlich wieder besser. Und bis dahin kühlen, kühlen, kühlen. Liebe Grüße. Oh, das ist ein langes Video geworden. Trotzdem hoffe ich, dass das genau den Menschen, die mir in den letzten Tagen vermehrt geschrieben haben, dass sie gerade frisch die Diagnose haben, dass es hilft und dass es ein bisschen Mut und Hoffnung schenkt. Am Anfang dachte ich auch, dass meine Welt zusammenbricht, aber tut sie nicht. Es geht weiter und man lernt wirklich damit umzugehen. Das klappt, das klappt. Und wenn es bei mir geklappt hat, klappt das bei euch auch. Tschüss.